deiner Meinung gefragt. Wenn ich sage, das war kacke. Warum sitze ich dann in der Jury? Kacke, dann war das auch kacke. Hast du das kapiert? Das ist ziemlich. Let's rock. Na jetzt. Hallo. Oh mein Gott. Was ist das denn für eine? Wie die aussieht. Sowas nennt man Evolutionsbremse. Oh, ich. Sowas nennt man Evolutionsbremse. Krass, Alter. Dieter ist krass am Start. Komm einfach nicht weiter mit meinem Puzzle. Das beschäftigt mich schon seit 3 Wochen. Vergiss zwischendurch nicht zu atmen ein. Warum hat Pietro nur 2 Zähne? Stein. Ich geb mein Bestes. Das habe ich befürchtet. So, nun zu dir. Wer bist du und was machst du hier? Ja, hallo. Ich bin die Janine und komme aus Mannheim. Aus okay. Mannheim, ja? Ich kenne nur Arschlöcher, die aus Mannheim kommen. Hey. Und was willst du singen? Ich will von Whitney Houston Jesus Loves Me singen. Bist du sicher? Das so wie du gefährlich. Aussiehst, hast du gerade genug Gehirnzellen, um nicht ins Wohnzimmer zu kacken. Ich möchte... ja, so kennt man Dieter. Das ist nie genug Gehirnzellen, um nicht ins Wohnzimmer zu kacken. Dieses Lied meinen toten Eltern widmen. Von mir aus kannst du das Lied auch meiner Arschfalte widmen. Das interessiert hier keinen. Die sind ganz dann mach dich mal locker, Janine. Die Bühne gehört dir. Okay, also gut. Naja. That I'm never alone. See, sometimes I'm lonely, but never alone. Oh, for the ganz schön hart hier, Alter. Oh, das geht aber auf der Ohren, Alter. Me so. Ich krieg einen Abhang. Das war mega kacke. Was? Ja. Das war doch total gut. Da niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt. Wenn ich sage, das war kacke. Warum sitze ich dann in der Jury? Kacke, dann war das auch kacke. Hast du das kapiert? Das ist ziemlich anmaßend. Ey, ich glaube, ich hab's gelöst. Oh Mann, ja, doch. Passt perfekt zusammen. Hast jedes Teil getroffen. Sag mal, kannst du mir eigentlich mal verraten, wie du nach deiner Abtreibung aus der Mülltonne gekommen bist? Was? keine Ahnung. Xavier, was sagst du denn dazu? Entschuldigung, ich hatte Kopfhörer drin. Ich bin von Idioten umgeben. Na gut, Schnucki, also erstens. Wenn ich ein Foto von dir aufhängen würde, hätte ich keine Ratten mehr im Keller. Und zweitens... Oh nein, es geht schon wieder los. Meine Haut... Maske, schnell, Tacke! Okay, ganz ruhig. Was ist das hier, Michael Jackson für Arme? Bleiben, Herr Bohlen, das kriegen wir sofort wieder hin. Entspannen Sie sich ein wenig. Oh, Scheiße. Mit dem Taco! Voila! Ach, aua! Viel besser. Also, wo war was, ich? Was war denn das jetzt, Alter? Hab ich was verpasst? Wollten mir sagen, ob ich im Recall bin. Du kriegst doch nicht mal Senf auf eine Bratwurst. Also, was willst du im Recall? Du kriegst noch nicht mal Senf auf eine Bratwurst. Das macht doch der Bratwurstverkäufer. Recall, und jetzt zieh deinen Kopf aus meinem Arsch und verschwinde, bevor ich dir eine reinhaue. Okay, Entschuldigung. Dann vielleicht im nächsten Jahr. Ja, komm ruhig nächstes Jahr wieder. Dann gebe ich dir den Rest. Sehr nett. Ist doch nicht zu fassen. Das war ziemlich gemein von dir. Gemein? Hast du dir die mal angeguckt? Das habe ich, ja. Ich hab's. Oh Mann, doch nicht. Das ist so genau wie vorhin. Pietro. Ja? Vergiss es einfach. Das war so geil. Was ist denn das?